Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer Starbucks-Aktienanalyse. Starbucks kennt ihr alle als Konsumenten, als Kaffeetrinker, vielleicht auch als Teetrinker, weil die verkaufen ja nicht nur Kaffee, da gibt es auch Tee und ein bisschen was für den kleinen Hunger zwischendurch. Was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, ist, dass man auch in Starbucks investieren kann. Und Starbucks ist ein Erfolgsmodell. Wenn du die Starbucks-Aktie hätte Fahrradkette gekauft hättest Anfang dieses Jahrtausends, dann hättest du damit eine jährliche Durchschnittsrendite von 19% erzielt. Und das meiste davon wären Kursgewinne gewesen. Wie das Schicksal so will, hat Starbucks vor kurzem neue Geschäftszahlen vorgelegt und der Aktienkurs ist leicht abgesagt, so zwischen 3 und 4% hat die Aktie verloren. Wir haben hier also eine ganz neue Aktualität oder sind ganz aktuell dabei und wir stellen uns natürlich dann auch entsprechend die Frage, erstens mal, was machen die, wie verdienen die ihr Geld, ist die Dividende sicher und dann auch, weil die Aktie etwas günstiger geworden ist, ist die Aktie jetzt gerade günstig bewertet. Ja, mein Name ist Thorsten Tietz, ich betreibe das heute Aktienfinder.net. Hier geht es nach wie vor ums langfristige Investieren. Wir haben das Ganze auch hier auf dem Aktienfinder-Blog in geschriebener Form für dich. Da findest du die wesentlichen Inhalte ebenfalls, kannst du dir ebenfalls ja gerne zu Gemüte führen. Gut, Starbucks, fangen wir mal damit an. Ja, die verkaufen Kaffee, sowas ähnliches wie McDonald's vielleicht, ja und nein. Für uns interessant, was das Geschäftsmodell angeht, da wird ja dieser italienische Flair verkauft in den Filialen von Starbucks. Man bezahlt also auch oder insbesondere für den Flair und dann gibt es noch Kaffee dazu und was die halt sonst noch so entsprechend verkaufen. Interessant ist, bei Starbucks handelt es sich nicht um ein Immobilienimperium wie beispielsweise McDonald's. Die besitzen die Immobilien nicht selbst, die in den Filialen, in denen die Filialen sind, sondern die mieten die meistens so Mietverträge über Pi mal Daumen 10 Jahre. Außerdem betreiben sie ungefähr die Hälfte der Filialen selbst und die andere Hälfte als Lizenz. Was heißt das als Lizenz? Der Lizenznehmer, der verbucht den Hauptumsatz. Das ist also dann nicht Starbucks, wo der ganze Umsatz hinfließt, sondern der Lizenznehmer. Aber selbstverständlich zweigt Starbucks davon was ab. Da zum einen gibt es eine Umsatzbeteiligung, die dann der Starbucks-Konzern bekommt vom Lizenznehmer. Und der Lizenznehmer ist auch der Abnehmer der Starbucks-Waren. Die werden schließlich dann vom Lizenznehmer verkauft. Und da verdient Starbucks auch nochmal was dran. Obwohl die Hälfte Pi mal Daumen weltweit der Filialen in Lizenz betrieben wird, führt es dazu, dass der Umsatz, den diese Lizenznehmer ausmachen, relativ klein ist, überschaubare Pi mal Daumen 10%. Dafür ist die operative Marge höher als beim Eigenbetrieb. Was Starbucks so macht, ist, die versuchen, ist ein bisschen abhängig von der Region, die versuchen so Pi mal Daumen die Filialen selbst zu betreiben, aber insbesondere dann, wenn sie es nicht können, weil sie da keine Immobilie kriegen, dann lassen sie halt einen Lizenznehmer ran. So Pi mal Daumen. Gut, schauen wir uns mal noch ein bisschen näher an, was die Kollegen so machen von Starbucks. Gehen wir nochmal in den Aktienfinder rein. Dann sehen wir hier die einzelnen Segmente, in die das Geschäftsmodell quasi aufgedröselt ist von Starbucks. Zoomen wir mal ein bisschen hier an die letzten Jahre ran. Dann haben wir hier zwei Segmente, insgesamt drei, die wesentlich sind. Zwei Segmente, eins heißt Americas, das andere heißt International. Americas, Nordamerika und Südamerika, also USA insbesondere, Kanada und Lateinamerika und dann eben international. Americas macht über 2/3 der Umsätze aus, ist also quasi das Schwergewicht. International sind ja auch wieder bei, in Deutschland oder China beispielsweise, so etwas über 20%. Und dann gibt es noch mal was anderes und das hört auf den Namen, ein anderes Segment, und das hört auf den Namen Channel Development. Was verbirgt sich dahinter? Folgendes, Starbucks verkauft, oder du kannst den Starbucks Kaffee, sag's mal so, nicht nur in den Filialen genießen, nein, du kannst ihn auch zu Hause genießen. Möglich wird das Ganze durch den Abverkauf in den Einzelhandel rein. Das heißt, du kannst die Starbucks-Produkte dann auch beispielsweise beim Rewe oder beim Discounter, Supermarkt deiner Wahl
wenn du die richtige Auswahl getroffen hast und vor dem richtigen Regal stehst, kaufen. Dafür hat Starbucks Allianzen oder ist Starbucks Allianzen eingegangen, um einen besseren Zugang in die Vertriebskanäle des Einzelhandels zu bekommen. Unter anderem mit, ihr kennt sie, Nestlé oder Pepsi Cola, also mit den Einzelhandelsgrößen, wenn du so willst. Interessant ist das Ganze, weil vom Umsatz her ist dieses Segment relativ schwach. Ende, also das bezüglich des letzten oder Stand, letztes Geschäftsjahr, 8,2%. Aber wenn man sich mal die Margen anguckt, dann sieht man, dass die viel höher sind als im Filialbetrieb, die Margen. Wir haben in Amerikas im Geschäftsjahr 2020 Margen gehabt von 11%, International 7% und dann diesen Channel Development, den Einverkauf, Abverkauf in den Einzelhandel rein, anstatt in die Filialen, von sage und schreibe knapp 36%. Also die Margen, je nachdem, welches Vergleichssegment wir nehmen, zwischen 5- und 3-mal höher als bei den Filialen über den Einzelhandel. Ist natürlich schon ein Wort. Das wäre ungefähr das Geschäftsmodell und wie sich hier die Umsätze aufdröseln. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen die letzten Zahlen an. Hier seht ihr die Gewinnentwicklung, die langfristige bei Starbucks. Und was jedenfalls mir auffällt, das ist, dass die Gewinnentwicklung nicht ganz so glatt verläuft, wie man das glauben könnte, insbesondere dann, wenn man hier die Dividenden vor Augen hat. Starbucks gilt als solider Dividendenzahler. Die haben angefangen, Dividende zu bezahlen im Jahr 2010 und seitdem erhöhen sie die Jahr für Jahr. Erhöhen sie auch dann, wenn es hier mal eine Delle oder einen regelrechten Einschlag gibt in der Bilanz, beziehungsweise beim bilanzierten Gewinn. Den ersten haben wir während der Finanzkrise 2008, 2009, wahrscheinlich nicht so überraschend, dann auch 2013 nochmal eine richtige Delle. Da war dann der Gewinn pro Aktie, betrug genau einen US-Cent. Also sie haben sich sozusagen in die schwarze Null gerettet. Was war da los? Da gab es ein Gerichtsurteil gegen Kraft Foods oder ja, es gab einen Rechtsstreit und Starbucks hat verloren, musste dann über 2 Milliarden Dollar an Strafe bezahlen. Dumm gelaufen, war aber auf der anderen Seite halt was Außerordentliches. Also das operative Geschäft hat nicht drunter gelitten. Müsste man dann auch hier an der operativen Marge sehen können. Jawohl. Also du siehst, die operative Marge von Starbucks hat sich positiv entwickelt, ist gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Die Nettomarge, die alle Kosten berücksichtigt, die hat es aber extrem nach unten gedrückt. Die lag dann bei phänomenalen 0,06%. So, und dann haben wir hier aber nochmal einen Einschlag und das wisst ihr wahrscheinlich schon, was es damit auf sich hat. Ja, Corona. Leider Corona. Keiner von uns bleibt davon verschont. Auch Starbucks nicht. Starbucks hat viele Filialen schließen müssen im Zuge der diversen Lockdowns über den kompletten Planeten hier. Und du siehst, dass das sowohl Umsatzeinbußen hier nach sich zog, relativ moderat, wenn man sich das anschaut, aber auch extreme gesunkene Margen. Und das in Summe hat dann hier zu einem doch ganz erheblichen Gewinnrückgang geführt. Positiv an der ganzen Geschichte, zwei Dinge sogar. Das erste ist, es wurden weiterhin Dividenden nicht nur ausgeschüttet, sondern sogar noch gesteigert. Das lässt Rückschlüsse zu auf die Dividendenpolitik des Managements. Hier wird also nicht gekürzt, wenn es gerade mal nicht läuft, sondern man versucht hier tatsächlich die Dividende stabil zu halten bzw. sogar noch weiter zu steigern, auch gegen Widerstände sozusagen. Das andere ist, wenn wir uns hier die Prognosen anschauen, dann sehen wir ja schon hier, dass das schön steigen soll wieder. Das heißt, dass wir im Prinzip mehr sehen als nur nicht am Ende des Tunnels. Wir sind schon quasi am Ende des Tunnels angelangt. Das entspricht auch den Einschätzungen des Managements. Die Zahlen wurden veröffentlicht vorgestern Abend und die Schätzungen hier, die aktuellen Zahlen sind hier noch nicht im Aktienfinder drin. Die werden bestimmt morgen dann da sein. Das ist jedenfalls meine Erwartungshaltung. Die Schätzungen aber hier bezüglich des Gewinns pro Aktie beispielsweise ist auch genau das, liegt in dem Zielkorridor des Managements. Also die Zahlen sind soweit schon plausibel. Und dann können wir hier sehen 2,83 und das wären fast neue Höchstwerte. Gut, dann sollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Würde ich dann sagen, kümmern wir uns mal um die Dividende, weil wir das schon angesprochen hatten.
Der ein oder andere wird sicherlich Starbucks interessant finden, eben weil es ein solider Dividendenzahler ist, jedenfalls bisher. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1,5%. Da gibt es Aktien, die schütten mehr aus. Allerdings, wenn man mal hier schaut, wie der Zuwachs der Dividende im jährlichen Mittel ist, dann ist das schon ganz ordentlich. Wir haben ja jährliches Dividendenwachstum von sage und schreibe um die 20%. Und das auf über einen Zeitraum von 10 Jahren, auch auf die letzten 5 Jahre gerechnet. Und die Dividende soll auch wieder um knapp 20% im laufenden Geschäftsjahr steigen. Wohlgemerkt, trotz Corona. Und wenn wir jetzt aber mal hier weiter runtergehen und uns die Frage stellen, glauben wir, dass das so weitergeht in alle Ewigkeit, diese 20% Dividendenwachstum, und glauben wir, dass die Dividenden sicher sind, dann ergibt sich aus meiner Sicht ein etwas anderes Bild. Da ist es ja nicht mehr ganz so rosarot. Und zwar, wir sehen ja zum einen schon hier, dass das Geschäft nicht absolut stabil ist. Das haben wir gerade kurz besprochen. Und wenn wir uns hier die Bilanz anschauen, dann fällt mir was anderes auf. Und zwar die Verschuldung, die ist massiv gestiegen innerhalb der letzten Geschäftsjahre. Starbucks ist mal ein Unternehmen gewesen, da waren die schon börsennotiert, das war so gut wie schuldenfrei. Die hatten keine Schulden. Und es war auch noch eine relativ lange Zeit ein Unternehmen mit einer extrem niedrigen Verschuldung. Im Jahr 2012, Geschäftsjahr 2012, hatten die beispielsweise eine Schuldenquote von noch unter 7%. Das heißt, wenn ich jetzt alle echte Schulden in Anführungszeichen nehme, die auch zu verzinsen sind durch Starbucks, die also eine echte Schuldenlast darstellen, da geht es jetzt nicht beispielsweise um Rückstellungen, und die teile durch alle Vermögenswerte von Starbucks, dann betrug die Schuldenquote lediglich 6,7%. Also nur 6,7% der kompletten Vermögenswerte, denen standen quasi Schulden gegenüber. Und der ganze Rest, der war ja wohl Eigenkapital, das waren dann eigene Mittel. Und wenn du jetzt mal hier näher dir die ganze Geschichte anguckst, wie sich das dann in den letzten Jahren entwickelt hat, da kommt einem hier fast ja schon das kalte Grausen. Und zwar ist die Schuldenquote von Jahr zu Jahr gestiegen, von den besagten 7%, dann hier haben wir 20%, 26%, 28%, 40%, fast 60% im Jahr drauf. Und momentan sind wir bei stattlichen 83% angelangt. Und da würde ich sagen, das ist schon heftig. Da kann man sich dann die Frage stellen, ja, wie kann das sein, dass dieses Unternehmen immer mehr Schulden macht, obwohl doch das Geschäft läuft. Die erste Frage, die wir vielleicht mal stellen sollten, ist die Mittelverwendung. Was haben die denn mit dem Geld überhaupt gemacht, das sie da aufgenommen haben? Und da kann man sich jetzt mal hier die anderen Bilanzpositionen bzw. Vermögenswerte, man kann ja von Geld was kaufen, Vermögenswerte, sich einblenden lassen. Dann holen wir uns mal das Kernvermögen, holen wir uns mal noch das Cash rein, holen wir uns mal noch den Goodwill, Treasury Stock, haben sie keine, vernichten alles, wenn sie Aktien zurückkaufen, ganz offensichtlich. Und was du hier sehen kannst, insbesondere in den letzten Jahren, das ist, dass das Vermögen nicht in dem Umfang gestiegen ist, behaupte ich mal, wie die Schulden, ansonsten wäre auch die Schuldenquote übrigens nicht gestiegen. Ja. Und das muss also, die Schuldenzunahme lässt sich also nicht ausschließlich darauf zurückführen, dass sie irgendwas gekauft haben, was Vermögenswerte darstellt. Ja, was denn sonst? Und das können wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir die andere Grafik 1 unten drunter auch mal angucken und berücksichtigen. Da fällt doch irgendwas auf. Und zwar diese beiden Kurven hier, die verlaufen entgegengesetzt. Da oben, das ist die Schuldenquote, und ich zoome jetzt auch mal hier rein, 2011, bis dahin, jawohl, fast getroffen, machen wir nochmal neu, dass sich das auch nochmal schöner überlappt, jetzt Volltreffer. Und was du hier siehst, die Schuldenquote geht nach oben, die Anzahl der ausstehenden Aktien geht nach unten. Ja, und was heißt das? Das heißt, Starbucks hat sich sehr viel Geld kosten lassen, eigene Aktien zurückzukaufen und zu vernichten. Insbesondere in den Jahren 2018, 2019 war Starbucks sehr fleißig und hat extrem viele eigene Aktien zurückgekauft und dann eingezogen bzw. vernichtet. Und die Schulden sind dann entsprechend gestiegen. Das heißt, die haben das auf Pump gemacht. Man sieht dann, oder jetzt kann man sich die Frage stellen, warum haben die das denn überhaupt gemacht? Was hat das für einen Sinn? Ja, man will den Aktionären was Gutes tun, man will nicht nur Dividende ausschütten, man will auch eigene Aktien zurückkaufen und so die einzelne Aktie, die ja nach wie vor im Besitz des Aktionärs ist,
wertvoller machen. Das zeigt sich dann durch hier gepimpte sozusagen oder geschönte, wenn man es negativ ausdrücken möchte, Kennzahlen pro Aktie. Also der Gewinn pro Aktie steigt schneller, wenn Aktien zurückgekauft werden, als wenn es nicht getan wird. Ja, um wie viel denn, damit man mal eine Ahnung hat, was es ausmacht, so in Relation. Hier siehst du es, das ist das Gewinnwachstum, was auf den Aktienrückkauf ausschließlich zurückzuführen ist. Im Jahr 2019 beispielsweise haben wir dann 34 US-Cent pro Aktie oder sind dem Aktionär in Anführungszeichen geschenkt worden durch Aktienrückkäufe im selben Geschäftsjahr. Ein Jahr zuvor waren es 15 Cent, 3 Cent und so weiter. Also du siehst, das sind im Geschäftsjahr 2018. 2019 Starbucks bzw. Starbucks Management sehr aktiv war. Und hier siehst du dann entsprechend, dass wir ja auch die große Gewinnsteigerung hatten, hing es ein bisschen nach unten. Aha, es ging ein bisschen nach unten. Ich dachte, da ist zu viel zugekauft worden. Ja, aber wir haben noch das organische Gewinnwachstum. Man lenke den Augenmerk auf das Geschäftsjahr 2019, obwohl das Gewinnwachstum hier so groß war, 34 US-Cent, als organische Gewinnwachstum bei minus 59 US-Cent, haben sie also trotzdem noch einen Gewinnrückgang gemacht. Ja, so viel zur bilanziellen Stabilität von Starbucks. Also meine Aussage ist eigentlich lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren ja bei der Dividendensicherheit. Starbucks hat jetzt so viele neue Schulden gemacht und die aus meiner Sicht bilanzielle Situation ist jetzt nicht dramatisch, aber sie ist auch nicht total entspannt. Und ich glaube, es ist klar, dass dieses Schuldenmachen so nicht weitergehen kann. Das heißt, weder die hohen Aktienrückkäufe aus meiner Sicht werden bleiben. Tatsächlich ist das Aktienrückkaufprogramm auch eingestellt worden, dann im Zuge von Corona, aber in diesem Maße wäre das sowieso aus meiner Sicht nicht mehr weiter durchführbar gewesen. Zwei Sachen sind jetzt hier wichtig. Das eine ist, falls das operative Geschäft nicht so laufen sollte wie erhofft, falls wir noch mehr Gegenwind kriegen sollten durch Corona beispielsweise und der Gewinn bricht ein, dann glaube ich nicht, dass Starbucks genügend Kraft hat, die Dividende aus der Substanz aufrechtzuerhalten, zumindest nicht über mehrere Quartale hinweg. Die Dividende ist deshalb wiederum aus meiner Sicht, nur subjektive Einschätzung, nicht so sicher, wie sie scheint. Das ist das Erste. Das Zweite, weil die Aktienrückkäufe nicht in dem Maße aufrechterhalten können, wie es vorher der Fall gewesen ist, können wir diese Gewinn pro Aktie und diese ganze pro Aktie Kennzahlen, da geht dann Dynamik verloren, weil wir jetzt sozusagen jetzt nur noch dieses organische Wachstum haben, nicht aber mehr dieses gekaufte Wachstum. Das wirkt sich auch aus auf die Dividendenerhöhung. Wir haben hier oben ja die Kennzahlen, wie beispielsweise den jährlichen Zuwachs der Dividende, und der ist hier auch auf pro Aktie gerechnet. Warum pro Aktie, warum nicht auf Unternehmensebene? Weil der Aktionär halt dieses ganze Unternehmen besitzt und halt nur einzelne Aktien, deshalb interessieren ihn die pro Aktie Kennzahlen meistens mehr. Das weiß offensichtlich auch das Management und deshalb unter anderem auch Aktienrückkäufe. Das heißt, jetzt gibt es dann nochmal so 19% Dividendenwachstum. Ich gehe davon aus, dass wir hier bald eine Halbierung des Wachstums sehen werden. Also das wird, glaube ich, nicht aufrechterhalten werden können. Hier sind die Prognosen sehr optimistisch. Vielleicht habe ich auch Unrecht und Starbucks wächst extrem schnell, aber ich wäre da etwas vorsichtiger unterwegs. So viel zur Dividende. Und dann würde ich noch sagen, der krönende Abschluss, das ist die Bewertung der Aktie. Jetzt ist die Aktie jetzt günstig zu haben oder ist sie teuer? Gucken wir mal ganz kurz in den Dividendenturbo rein. Das siehst du ja hier, wie sich die historische Dividendenrendite entwickelt hat im Zeitverlauf. Momentan besagte 1,5%. Hätte auch schon mal mehr gegeben. Hier 2,3% gab es mal in Spitze. Und momentan halt ein bisschen weniger als noch vor kurzem. Aber wenn man nur weit genug zurückschaut, dann sieht man, früher gab es noch weniger Dividende. Da wären 1,5% Dividendenrendite schon ein kleiner Traum quasi gewesen. Insofern, kurzfristig sind wir hier eher am unteren Ende des Korridors. Wenn ich jetzt hier den 5-Jahres-Korridor einblende, da sind wir auch unten drunter. Da muss ich mal den 10-Jahres-Korridor einblenden und endlich sind wir ein bisschen drüber. Gut, aber die Höhe der Dividendenrendite ist ja beileibe nicht das einzige und auch nicht das entscheidende Kriterium, wenn wir uns anschauen, ob die Aktie günstig bewertet ist oder nicht, sondern
Das ist ja der Gewinn. Ihr wisst, der Gewinn ist das entscheidende Kriterium. Wenn die Gewinne langfristig steigen, dann ist es ein gutes Investment. Wenn sie seitwärts dümpeln oder noch schlimmer fallen, dann ist dein Investment wahrscheinlich eher ein Griff ins Klo, sollst du gegebenenfalls das Unternehmen bzw. die Aktie wechseln. So, gucken wir uns mal hier an, wie es um die Bewertung bestellt ist. Hier auch noch ganz interessant. Wir haben hier einmal den bilanzierten Gewinn und einmal den bereinigten Gewinn. Wir haben uns ja schon hier mit den Dellen beschäftigt, im bilanzierten Gewinn. Und jetzt haben wir ja hier was Außerordentliches gehabt. Das war die Strafzahlung von Kraft Foods. Und es ist jetzt hier beim bereinigten Gewinn rausgerechnet worden. Das sehen wir hier nicht. Das ist also quasi der idealtypische Verlauf, wenn Starbucks diesen Prozess gewonnen hätte gegen Kraft Foods. Haben sie ja nicht. Und dann haben wir hier die Corona-Delle. Und diese Corona-Delle ist tatsächlich eine operative Delle, eine Delle des echten Geschäftsverlaufs. Deshalb ist dann auch der bereinigte Gewinn hier mit eingebrochen zum bilanzierten Gewinn zusätzlich. Wir nehmen jetzt für die Bewertung der Aktie den bereinigten Gewinn, weil er etwas eben stabiler verläuft, nehmen den kompletten Bewertungszeitraum und kommen dann hier auf ein KGV, basierend auf dem bereinigten Gewinn, ein durchschnittliches KGV für diesen kompletten Zeitraum von knapp 29. Also mit ungefähr 29 ist die Starbucks-Aktie in der Vergangenheit bewertet worden. Ist es jetzt viel, ist es wenig, ist erstmal nicht so ganz günstig. Gucken wir mal, ob das irgendwo realistisch war. Offensichtlich schon, wenn der Markt das über so viele Jahre aufrechterhalten hat. Aber kann ich das auch nachvollziehen? Ich als kleiner Mann. Und dann würde ich hier mal gucken, was da so die Wachstumsraten sind. Und tatsächlich, die jährlichen Wachstumsraten lange Zeit so über 20 oder um die 20%, das ist schon ganz ordentlich, ganz dynamisch. Da kann man ein KGV von knapp 30 ja schon durchgehen lassen. Auch in der Zukunft jetzt hier nochmal 20% und dann eine Verlangsamung angeblich so auf 12-13%. Aber immer noch zweistellig. Also das Unternehmen wächst schon relativ dynamisch, relativ stark. Insofern würde ich schon mal sagen, ja, so KGVs von auch an die 30 sind immer noch nachvollziehbar. Jetzt haben wir hier eine kleine Besonderheit oder eine kleine Erschwernis bezüglich der Bewertung, weil dadurch, dass wir jetzt so eine Gewinndelle haben, auch beim bereinigten Gewinn, können wir hier die KGVs nicht nehmen, weil die sind jetzt sehr klein, kleiner Gewinn, großes KGV, so rum. Weil, jetzt blenden wir mal den Aktienkurs ein, da läuft genau gegenteilig zu den sinkenden Gewinnen. Hier nimmt der Markt also wie so oft die Entwicklung vorweg und setzt hier voll auf die Erholung. Wir können jetzt aber hier mal schauen, also dieses KGV wäre jetzt dann realistisch und das wäre dann bei knapp 37, 38 oder knapp 40, sagen wir mal. Knapp 40 ist einfacher zu merken oder 38. Dieses KGV mit knapp 90 ist eben dieses, können wir nicht nehmen, ne? Habe ich ja schon was zu erklären. Dann legen wir mal den fairen Wert drüber, hier über den kompletten Zeitverlauf, blenden das aus. Wir können auch den fairen Wert Dividende hier reinholen. Und da siehst du, dass hier ist der aktuelle Aktienkurs laut dem fairen Wert Dividende. Wäre die Starbucks-Aktie jetzt Pi mal Daumen relativ genau sogar fair bewertet? Ich blende es aber wieder aus. Wir konzentrieren uns hier rein auf den fairen Wert Gewinn. Da siehst du das Übliche, was man so sieht. Der Aktienkurs respektiert den fairen Wert, liegt mal drüber, liegt mal drunter. Und wenn der Aktienkurs drüber liegt, ist die Aktie überbewertet. Andersrum ist sie unterbewertet. Zoomen wir mal ein bisschen näher rein. Momentan sind wir hier, wo ich jetzt den roten Punkt gemacht habe. Und wir nehmen jetzt das laufende Geschäftsjahr, die Schätzung. Und darauf basierend wäre die Aktie fair bewertet bei rund 86 US-Dollar mit diesem KGV von um die 29. Ja, momentan haben wir einen Aktienkurs von 112 US-Dollar. Das heißt, die Aktie ist momentan nicht günstig, sondern eher teuer, also etwas überbewertet. Jetzt haben wir bei Starbucks das Glück, dass die Unternehmensgewinne weiter steigen sollen. Man könnte jetzt trotzdem auf die Idee kommen, die Aktie zu kaufen. Und mit welcher Rendite könntest du dann rechnen? Machen wir mal für nicht nur für das laufende Geschäftsjahr, sondern auch für das nächste, übernächste, überübernächste Geschäftsjahr, also bis 2024 rein. Geschäftsjahresende übrigens im September, nicht zum Kalenderjahresende. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung aufs Jahr von 6,3%. Ist es viel oder ist es wenig? Also das liegt ja so im allgemeinen Markt noch irgendwo drin, was man so erwarten kann. Ist für Starbucks aber wenig.
werde ich jetzt mal schnell beweisen, wenn ich hier mal die Renditelinie quasi ziehe über den ganz langfristigen Zeitraum, angefangen im Jahr 2001 bis momentan zur Gegenwart 2021, dann kommen wir hier auf eine jährliche Rendite von knapp 19%. Und jetzt mit dem aktuellen Aktienkurs gerade ein Drittel davon, Pi mal Daumen. Daraus könnte man ableiten, dass kein ganz optimaler Einstiegszeitpunkt momentan ist, in die Aktie reinzugehen. Wir haben hier noch zusätzlich so ein Korrekturpotenzial, wie ich es immer so gerne nenne. Das heißt, wenn die Aktie kurzfristig zum Fernwert tatsächlich zurückkehrt, von über 20%, 23%. Tatsächlich, ich zoome mal noch ein bisschen näher rein, kamen jetzt auch vor kurzem erst die aktuellen Geschäftszahlen raus. Und die Aktie hat etwas abgegeben. Das könnte man jetzt auch schön sehen, wenn man hier bei TradingView beispielsweise guckt. Hier sieht man es aber auch schon. Hoch war 118 US-Dollar. Momentan sind wir bei 112 US-Dollar. Der Markt scheint also auch so irgendwo den Eindruck zu haben, dass die Aktie momentan sportlich bewertet ist. Denn ich habe die Zahlen auch durchgelesen und tatatata, hier sind sie auch. Und tatsächlich, also wir sind schon, wenn jetzt kein neuer Lockdown kommt, so irgendwo weltweit, die globale Pandemie 2.0 ausbricht, was wir ja nicht hoffen wollen, sind wir schon tatsächlich ab Ende des Tunnels angelangt und Starbucks kann sich schon wieder im Licht sonnen. Ganz wichtig nämlich noch, und das habe ich vergessen, das Starbucks-Management hat nämlich eingelenkt auf die Corona-Krise, hat reagiert. Was haben die gemacht? Die haben zum Teil zwar Filialen geschlossen, aber sie haben auch neue Filialen eröffnet. Und wo? Da, wo jetzt das Leben brummt, beziehungsweise da, wo jetzt eingekauft wird. Sie haben die Filialen dazu gemacht, wo jetzt in den Innenstädten, da, wo die Leute reinpendeln, da, wo die Leute normalerweise arbeiten, wo sie gearbeitet haben bis vor kurzem, da wurden die Filialen geschlossen. Und jetzt sind die Leute im Homeoffice, die sind also jetzt um den Stadtkern rum verteilt, in Vororten, und da werden jetzt neue Starbucks-Filialen aufgemacht, beziehungsweise schon aufgemacht worden. Außerdem hat sich das Kaufverhalten geändert der Starbucks-Kunden. Früher saß man lange dicht gedrängt im Starbucks selbst in der Filiale. Jetzt läuft das Ganze anders. Jetzt fährt man wie bei McDonald's, sondern Drive-Thru. Also man fährt jetzt auch in eine Starbucks-Filiale und kriegt es da quasi auch ausgeliefert und fährt dann weg. Hat zur Folge übrigens, dass die Anzahl der Transaktionen nach unten geht, im Allgemeinen, vor allem in dem Segment Amerikas, also in den USA. Dafür die Leute sich mehr ins Auto holen und dann wegfahren und dann zu Hause festfahren oder trinken oder wie auch immer. Und dann gibt es auch noch eine größere Geschichte, das ist dann, also Starbucks hat sich auch ebenfalls nochmal wie McDonald's entsprechend reagiert. Und du kannst dann auch mit der App dein Starbucks quasi vorbestellen. Und wenn du dann da bist, holst du das quasi dann nur noch ab und kriegst dann die ganze Geschichte, anstatt eben dann da zu setzen. Das heißt, das Konsumentenverhalten hat sich geändert von Starbucks und das Management hat sich sehr, sehr schnell dem geänderten Konsumentenverhalten erfolgreich angepasst. Erfolgreich, das sind nämlich hier die Zahlen. Das ist hier internationales Segment, das ist Amerika-Segment. Und da siehst du hier die Quartalszahlen im Vergleich, Comparable Store Sales. Also wenn man jetzt die Filialen nimmt, die auch schon im Vorjahr existierten, dann siehst du, dass die Umsätze nach oben gegangen sind um 10%. Und wie ich schon sagte, die Anzahl der Verkäufe geht nach unten, aber die Packung, was die Leute kaufen, das ist nach oben gegangen und hat dann dazu geführt, dass mehr Umsätze gemacht worden sind als vorher. International sieht es sogar noch besser aus, da ist alles nach oben gesprungen. Da haben wir auch ein bisschen andere Entwicklung, da ist die Anzahl der Transaktionen sogar gestiegen um 26%, wenn es in Amerika nach unten gegangen ist. Und auch da hat die Packungsgröße, wenn ich es mal so sagen darf, zugenommen. Also es sind wirklich tolle Zahlen, wie ich finde. Also das Starbucks-Management hat wohl hervorragend reagiert auf die Corona-Krise und trotzdem hat der Aktienkurs nachgegeben. Das würde jetzt meine These ein bisschen stärken, dass die Aktie einfach schon relativ luftig bewertet ist. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Fazit. Die Aktie an sich halte ich für wirklich gut. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, das ist so die Verschuldung, und ich halte Dividende für einen Ticken weniger sicher, als man wohl annehmen dürfte. Trotzdem ist die Aktie langfristig erfolgversprechendes Investment. Nur der Aktienkurs, der liegt momentan ein bisschen weiter oben im Norden, als ich mir das wünschen würde. Ich würde da jetzt keinen Einmalkauf machen momentan. Dafür wäre mir einfach hier dieses kurzfristige Rückschlagspotenzial im Verbund mit der Aussicht auf die relativ moderate Rendite hier mittelfristig ein Dorn im Auge.
Was ich aber unterstreichen kann, beziehungsweise was man machen kann, ist einfach einen Aktiensparplan. Über einen Aktiensparplan könnte man investieren und dann mal wieder nachkaufen. Wenn die Aktie nach unten kommt, kauft dann einfach billiger weiter. Ihr wisst, wie das heißt, Fachbegriff Cost-Average-Effekt. Gut, das war die Aktienanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Interessant wäre natürlich auch eure Meinung. Ihr könnt ja die unten drunter schreiben in die Kommentare. Ansonsten nochmal hier kleiner Deep Dive. Roast My Depot, gibt ja hier noch die Aktienanalyse, könnt ihr euch auch gerne zu Gemüte führen. Dann bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao!